Dann kann ich nämlich hier das Dach abschließen und wir hätten dann hoffentlich einen Regenschutz. Ist nur die Frage, ob das nicht für den Part mit dem Schildkrötenpanzer irgendwie sinnlos ist. Ja, deswegen war ja die Aussage, das eine wird überdacht und das andere nicht. Und dann, jetzt habe ich diesen verdammten Wagen irgendwie umgedreht. Wie genau kann ich diesen verdammten Wagen wieder umdrehen? Gute Frage. Okay. Hab's. So, Enten sind wieder da. Passt. Okay, darüber, oder? Kann Enten im Wasser nicht. Das können. War ja meine Aussage. Ich habe es jetzt nochmal probiert, ob es vielleicht irgendwie ein Fehler war beim letzten Mal, aber nein, es ist nicht möglich. Ich weiß halt auch nicht, ob man dann, also im Wasser konnte ich jetzt zum Beispiel mit einer Axt oder so auch keine Fische killen. Okay. Deswegen irgendwie muss es ja dann noch eine andere Lösung geben, ob man zum Beispiel Pfeile mit einem Seil oder so verbinden kann, keine Ahnung. Dass man es dann rausziehen kann, weißt du? Ich weiß nicht, ob das zu komplex ist für das Game. Also ob das nicht vielleicht dann so der Part ist, wo es dann nicht mehr geht. Wo sie vielleicht gedacht haben, ja, also man kann jetzt die Enten irgendwie töten, aber nur mit Pfeilen in der Luft, aber wenn sie ins Wasser fallen, sind sie halt weg. Mhm. Fleißig, fleißig. Ist noch Holz. War weit gefallen. Der weite Fall des Holzes. So, dann hole ich das Wiegelchen jetzt wieder. Also solange jetzt noch Licht ist, würde ich gerne halt den ganzen Rest noch einsammeln hier. So, jetzt haben wir schon mal eine Wand fertig. Ich hatte doch so viel Holz. Hast du nicht auch noch hier irgendwo Holz gefällt? Da hinten ist noch was. Sicher, aber ich habe das Gefühl, dass wir viele Anfängerfehler machen hier. Bestimmt. Wir sind ja aber auch Anfänger. Touché. Das ist wohl wahr. Dieser fucking Enten. Ja, sehr gut. Nein. Bitte raus da, danke. Das Dach ist fertig, sagst du, ne? Das Dach ist schon mal fertig und mach auch so die ersten Wände mal fertig. Weil die Wand, wo wir die ganze Zeit rein und rausjumpen, würde ich, glaube ich, noch offen lassen. Ja, die lasse ich auch offen. Ich baue jetzt einfach nur erstmal die Wände zu, die einfach ein bisschen vom Feeling her den Schutz geben.
So, die Frage ist, machen wir hier trotzdem noch eine Wand rein? Wo denn? Warte. Hier auf die Seite? Nee, ich würde das einfach irgendwie... Weil wir können ja dann eine Tür reinmachen, weil ich weiß halt nicht, ob das dann komplett zu ist. So, ja, oder mach's einfach zu, ja. Windgeschützt hast du ja erst mal das große Loch unter Dach gesehen. Aber hier dürfte es nicht mehr reinregnen. Brauchst du Fleisch? Ja. Brauch ich. Bei deiner Jagd nach Vögeln hast du jetzt gerade irgendwie dafür gesorgt, dass der ganze Teil mit dem Unterschlupf und so. Aber hallo, zwei Fleisch, ja? Aber kann man das irgendwie zumachen oder geht das nicht? Das ist echt so. Eigenes Dach. Offener Pavillon. Ich meine, das Gute ist, die Vögel können durchfliegen. Ja, das stimmt. Du hast immer Durchzug. Signalflagge. Kletterseil, Baumharzsammler. So, jetzt habe ich wieder Fleisch. Fresh. Ich habe jetzt mal dreimal Fleisch raufgelegt. Was denn? Ah, warte. Da war ein bisschen zu hoch sein. Jetzt kommt sicherlich irgendein Scheiß. Hier. Also. Du bist mal wieder im Wasser unterwegs. Ja. Jedes Mal hört meine Stamina direkt da auf, wo ich hier rüberspringen will. Was ist das denn? Ein Deckenkronenleuchter. Mit Schälen? Ja. Warum? Warum nicht? Das ist eine gute Gegenfrage, aber meine Frage war zuerst. So, warte. Ich glaube, was wir halt auf jeden Fall machen können, ist einmal sowas hier. Boah, Alter, spring doch mal darüber, das kann jetzt nicht so schwer sein. Da kommt ein Kannibale. Ich kann gerade nicht. So. So, was wir sonst noch machen können, ist Lager. Für Stein. Ich habe ihn irgendwie gehört, aber ich sehe ihn nicht. Er ist irgendwo nach rechts weggelaufen. Du weißt schon, dass wenn wir hier ein bisschen ausgebaut haben, dass wir dann auch hier tauchen können, ne? Was meinst du mit tauchen? Direkt neben unserem, da wo du jetzt reinspringst, wenn du neben den Steg runter tauchst, hast du so ein Loch in der Erde drin und da gibt's so einen Tauchspot, wo du in so eine Höhle reintauchst. Okay, krass. So. Wir haben gleich zwei Wegelchen. Ich bin jetzt gerade die Steine bei dem einen am rausholen. Mäh. Mäh. Was war das gerade? Wo ist denn jetzt eigentlich dieses Kleingeld? Da. So, beide Autos sind wieder frei. Weil jetzt haben wir hier auch im Haus ein paar Steine, falls wir die brauchen.
Boah, ich. Ne? Nein. Ich höre schon wieder irgendwelche Sachen. Cool. Cool. Ich habe jetzt mal Explosives hergestellt. Weil wir hatten dafür jetzt alles. So, er ist fast fertig. Kannst du auch noch was reingeben? Das war's. Okay, cool. So, kann man jetzt speichern und schlafen, weil dann wäre es jetzt, glaube ich, erstmal Schicht im Schächt für heute. Oder hast du noch irgendeinen Wunsch gehabt? Nee. So gespeichert ist. Ich speichere auch nochmal ganz kurz. Dann machen wir einfach beim nächsten Mal hier weiter und dann schauen wir mal, ob wir dann vielleicht da runtertauchen in diesen Höhleneingang. Richtig. Und vielleicht haben wir ja mal eine humanere Höhle, die wir auch abschließen können. Aber wir haben jetzt auch schon mal ein Dach über dem Kopf. Und guck mal, jetzt ist hier auch nicht kalt. Ist draußen kalt? Außen war gerade kalt. Also ich habe vorhin gefroren. Also du siehst, dass das Eis, wenn du hier stehst, oben links am Rand zieht sich so langsam das Eis. Bei mir nicht. Okay, bei mir schon. Ah. Gut, alles klar, das machen wir dann beim nächsten Mal. Perfekt. Bye bye. Mal gucken, wie viel Möglichkeit ich habe heute, mich zu artikulieren. Was denn jetzt? Ist das der Grund, warum der Tobi vor kurzem den Bart abrasiert hat? Was? Das wäre Bartikulieren. Ich habe Artikulieren gesagt. Zu viel? Ja. Hier sind wieder Enten. Hörst du mich überhaupt? Nein. Jetzt ernsthaft nicht, oder? Tobi, hörst du mich auch nicht? Ich höre dich. Ich höre dich auch. Alter. Du bist ein ganz witziger. Ja. Ich bin ein Glühstrumpf. Du hast jetzt nicht wirklich direkt wieder angefangen zu brennen, oder? Was? Okay, ich speichere schon mal. Wer hat gebrannt? Ich weiß gar nicht, was also du meinst. Also der Punkt ist, wir haben einen Fisch, Tobi, ne? Ja. Und ich habe Hunger. Ja, dann hau dir rein. Ich habe ein Drittel voll von... Warte. Also ein Drittel verbraucht. Das gerade... Zack. Hätte aufpassen müssen, hätte ich vielleicht mit einem Schlag irgendwie zwei Enten töten können. Hängst du gerade Fische? Ja. Huh. Das ist gut. Ich versuche es zumindest, damit ich die aufhängen kann. Warum willst du die aufhängen? Für besser Fischi machen. Aber das ist ja nicht gut, wenn du Fische aufhängst. So, ich habe jetzt nochmal drei Fische aufgehangen. Ist aber nicht gut, wenn du die aufhängst, die gehören noch ins Wasser. Warte. Hättest du die Ente jetzt getroffen, wäre sie trotzdem ins Wasser geflogen. Ich habe aber nichts davon getroffen. Gut, können wir das jetzt hier irgendwie vorspulen oder dass wir es wieder hell haben? Das ist die Wahrheit. Du möchtest einfach nicht hier im Dunkeln mit mir sitzen. Nee, will ich auch nicht. Dabei ist im Dunkeln so gut munkeln. Ich höre Schritte. Ich höre die Flöhe husten. Du
hörst du den kleinen Tobi pusten? Mike hat Gartenarbeit. Aber es ist gut, okay. Das ist alles, was wir gemacht haben beim letzten Mal, scheint weg zu sein. Ich will einfach nicht, dass hier irgendwelche Mutantenbabys kommen. Dann solltest du nicht so viel masturbieren auf der Insel. Es ist ja widerlich. Aber frei nach dem Motto, besser widerlich als widerlich, oder das war das? Ja, ich glaube, das könnte manchmal sein, ja. Mhm. Cool. Tobi versuchte wahre Weisheiten zu sagen. Ich habe irgendwas gehört, ich bin wieder rein. Tschüss. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir heute... Komm, wir können gleich schlafen, Das wird ein bisschen mehr auf die Reihe bekommen als... Also. Warte, wir kriegen nie was auf die Reihe, was laberst du? Laberwurst. So. Ich würde mal sagen, Flugzeug? Flugzeug, ich brauche Trinky. Und ich brauche... Und Feili. Ich brauche Mamfi. Also ich habe den Fisch gerade gegessen. Ich, herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Bin stolz auf dich. So. Die Frage ist nur, ob die Sachen wieder respawned sind. Ja. Pfeile sind da, dann ist alles da. An dieses obszöne Atmen von der Figur geht mir manchmal ein bisschen auf den Keks. Das ist halt so ein Tag, weißt du, wenn ich jetzt Horrorhäppchen spielen würde, würde ich mich die ganze Zeit vor allem Möglichen erschrecken, weil einfach mein Gehirn so ist, von wegen so Standby-Modus, weißt du? Nur weil du mich überall sehen würdest, ja? Finde ich nicht cool. Hä? Say what? Aber guck mal, wenn an sich nichts wieder gespawnt ist, dann könnten wir echt gucken, ob wir wieder in die Höhle reingehen. Weil wir haben jetzt auch Medikamente. Das stimmt eigentlich. Jetzt wo du das sagst. Und wir haben Pfeile. Wir haben Molotow-Cocktails. Das Einzige, was mir gerade fehlt, ist Trinken. Trinki? Aber liegt doch auch hier überall rum. Okay, hast recht. Ich habe mir Energy jetzt reingepfiffen. Überall liegt hier Zeug rum. Ich weiß nicht, was du hast. Wie sieht's aus? Wollen wir es denn testen? Weil irgendwann werden wir ja so oder so da wieder runter müssen. In die gleiche Höhle? Ja. Na dann. Geronimo oder so ähnlich. Hat du dein Schlagbeil? Ich glaube, meine Schlaggebeil habe ich alles bei. Oh, geil. Ich mag es, wenn du dein Beil mit hast. Ich wollte es nur mal so gesagt haben. Du bist lustig. Nein, bin ich nicht.